Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kubifaktorium. So, wir müssen jetzt nämlich noch ein bisschen gucken, dass wir hier das Zeug irgendwie möglichst klug machen. So, Eisenhammer, Eisenschaufeln und Eisenzeugs brauchen wir. Aber vielleicht auch erstmal Maschinenteile und veredelte Holzteile, das wäre wahrscheinlich besser. Okay, dann sagen wir mal Maschinenteile. Dann veredelte Holzteile. Wieso hast du jetzt hier den Hammer mit reingelegt? Ich habe nicht gesagt, dass das Zeug hier hin soll. Also doch, Eisenrohlinge schon, aber den Rest nicht. Wieso hat er jetzt hier auch alles angenommen? Das solltet ihr doch gar nicht machen. Genau, hier wollte ich nur Maschinenteile haben. Und hier ist es jetzt... Hä? Na gut, wenn hier keine Maschinenteile reinlegen will, dann... kommen hier eben die veredelten Holzteile rein. Also hier sind jetzt die veredelten Holzteile, da sind... Hä? Also irgendwas stimmt da gerade nicht so. So, jetzt werden die hier eingelagert. Aber komischerweise auch noch veredelte Holzteile, jetzt die rausgenommen wurden. Kommen dafür hier hin, alles gut, okay. So, dann lassen wir mal weitermachen. Bausteine, genau, das war das nächste, was wir irgendwie hier lagern wollten. Keine Maschinenteile, sondern die Bausteine. Bausteine, Maschinenteile und dann hier... Ja, okay. Jetzt müsste das passen. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, nachdem die Leute jetzt hier super viel arbeiten, möchte ich erstmal so coole Spitzhacken haben. Fangen wir erstmal an, hier schlechte zu bauen. So, jetzt müssen wir hier sagen, zack, zack, zack. Und dann wird das. Denke ich zumindest. Was brauchen wir jetzt hierfür zum Baufeld Holzteil? Aha. Weil wir dooferweise nämlich noch nicht angefangen haben, irgendwie Holzteile zu produzieren. Und die Frage ist, warum eigentlich nicht? Nee, ich habe hier definitiv gesagt, macht Holzteile. Also daran kann es nicht liegen. Wieso kommt das Zeug jetzt hier hin? Das war nie... Ja. Ich weiß nicht, was da los ist mit den Dingern, dass das plötzlich... Seht ihr es? Wir haben hier plötzlich schon wieder andere Sachen drin. Das habe ich nie gesagt, dass die hier hinkommen sollen. Also irgendwas stimmt da nicht so richtig. Und ich weiß nicht, was. Also hier sollen nur Holzteile hin. So. Ihr habt es jetzt gesehen. Hier nur Holzteile. Da sollen jetzt einfach mal nur Bausteine hin, oder nicht? Oder was haben die hier drin? Maschinenteile. Gut, dann sagen wir einfach eben hier nur Maschinenteile. Hier die Bausteine und da das. Okay, also bislang stimmt das jetzt wieder. Hier halt auch wieder nicht. So. Gucken wir mal. Bausche. Ach so, dafür braucht man diese Steindinger. Okay, dann muss ich mich wohl doch drum kümmern, dass hier... Ach so, der produziert ja fleißig. Also ist alles gut. Das hier sollte man vielleicht schon mal abernten. So, wie sieht es hier in unserem dicken, fetten Lager aus? Ja, das Kupfer nimmt langsam ab.
Hier wird noch geackert. Ja, da haben wir noch so einiges zu tun hier. Ich glaube, da können wir jetzt auch ganz beruhigt einfach mal die Geschwindigkeit schneller stellen, denn ich glaube, im Moment ist es ganz okay. Dann kommen wir ganz gut hinterher mit allem. So. Mach das weg. Und, wie sieht's hier aus? Kein Produkt ausgewählt. Mensch, wie konnte das passieren? Nochmal Erdbeersträucher. Das sollte wieder schön hinterherkommen. Und dann gucken wir mal. Dann würde ich eigentlich ganz gerne einer Bäckerei hier dann sagen... Warte mal, wir müssen das jetzt hier einmal wegmachen lassen. Ich hoffe, dass das auch jemand macht. Und dann können wir nämlich hier ein Lager hinbauen. Und dann mache ich da nochmal so ein Lager für Donuts hin. Für diese tollen Erdbeer-Donuts. Oh Gott, ich hätte auch mal wieder Bock auf einen Donut. Ich hatte jetzt bestimmt seit... Boah, ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen Donut gegessen habe. So lange hatte ich schon keinen Donut mehr, dass ich das gar nicht mehr weiß. Es muss Jahre sein. Gott, da hätte ich echt mal wieder Bock drauf. Und bei mir in der Heimat, da gibt es eine wundertolle Bäckerei. Die hat so viel gutes Zeug. Oder hatte. Weil sie ist leider pleite gegangen. Da hätte ich mir wieder richtig Bock auf einen Streuselkuchen. Oh mein Gott, Streuselkuchen. Mmh. Einen richtig guten. Ich müsste echt mal wieder backen. So, den Broten, ja, das läuft doch eigentlich. Können wir jetzt hier sagen, wir tun was für die gesunde Ernährung unserer lieben Dorfbewohner und das sind, sagen wir jetzt, Erdbeerdonuts. So, der produziert jetzt zukünftig keine Brote mehr, sondern ein bisschen Erdbeerdonuts. Dann schauen wir mal, wie das läuft. Aber was mir echt so fehlt, ist irgendwie so ein Hochlager oder so, weil hier alles wirklich so komplett auszubreiten, das stört meinen Ordnungssinn, um ganz ehrlich zu sein. Und ich glaube, bald kommen wir auch irgendwie zu so einer gewissen Größe, dass wir irgendwie dezentral die Sachen hinmachen müssten und dann wirklich den einzelnen Feuern hier Zonen zuteilen und die einzelnen Menschen für einzelne Zonen einteilen müssen. Und hier muss ich unbedingt die Priorität ein bisschen hochsetzen, dass hier zukünftig immer jemand rumeiert. So, so im Groben sieht es aber doch ganz gut aus. Jetzt brauchen wir irgendwo... Na, vielleicht mache ich das auch hier oben hin. Vielleicht irgendwie dann Platz für so eine Weide, wo wir dann einfach so ein paar Kühe haben. Und zwar brauchen wir unbedingt... Wir haben keine Kühe oder was? Wie ist, das ist jetzt ja blöd. Wie komme ich denn an die Schokomilch dann bitte ran? Wir produzieren das Milch und Kakaobohnen. Okay. Wie komme ich denn an Kakaobohnen ran? Hm. Sind da irgendwo Schokomilch? Okay. Kakao. Ah, okay. Das heißt, ich muss jetzt nur noch rauskriegen, wie das Zeug dann funktioniert. Das ist ja blöd. Dann können wir hier gar keine... Hm. Das ist ja doof. Und wo produziere ich das Zeug dann bitte? Wie mache ich denn daraus jetzt Schokomilch? In der Brauerei vielleicht? Tatsächlich. In der Brauerei wird Bier oder Schokomilch produziert. Das heißt, ich brauche irgendwo noch eine Brauerei. Gott. So langsam wird hier alles so richtig voll. So, wir machen das hier nochmal weg.
Dann baue ich die Brauerei hier oben hin. Sehr schön, meine Bäcker werden immer klüger, das ist sehr gut. Ja, vielleicht soll ich dann hier wirklich sagen, hey, so Nilpferde. Weil wenn die uns helfen beim Transport, warum nicht? Dann soll die durchzähmen und dann können die mit uns hier rumeiern. Was ist denn das? Ein Ostrich. Müssen wir auch mal schauen, vielleicht holen wir uns das auch noch. Aber die Tiere für Transport dann zu nutzen, sehr gut. Wenn die ähnlich produktiv sind wie die Schweinchen, meine Lieblingsschweinchen, dann top. Ja, Wahnsinn! Das Lager ist quasi voll. Oder fast voll. Es wäre jetzt schön, wenn auch wieder ein bisschen Metall produziert werden würde. Ja, vielleicht muss ich doch nochmal gucken wegen dem automatischen Schmelzofen. Wo ist denn der automatische Schmelzofen? Automatisierter Ofen. Ja, dieses Betanarium, das haben wir halt nicht. Ach doch, wartet mal. Hier schmilzt automatisch. Schmilzt automatisch aufgebaut, ist ja zu Blöcken. Keine Ahnung, vielleicht geht das erst, wenn wir hier so eine Erzhütte oder irgendwie so eine Eisenmine oder was auch immer hingestellt haben. Was bräuchte ich denn dafür? Auch dieses Betanium. Habe ich doch keine Ahnung, wo ich das herkriege. So, wie sieht's hier aus? Hier sieht's gut aus. Das heißt, wir können... Ups! Jetzt bin ich rausgetappt. Hat das automatisch pausiert. Sehr klug. Und zwar wollte ich jetzt ja hier die Brauerei hinmachen. Stellen wir das Ding mal hier hin. Na? 8 von 13. Sehr schön. Ich hoffe, dass die uns jetzt wirklich helfen. Also die eiern hier auf alle Fälle rum. Tier produziert nichts. Wandere. Geil. Scheinen echt nicht so die schnellsten zu sein, oder? Kann ich die denn nicht wenigstens essen? Ich meine, genügend Fleisch müssen die ja eigentlich produzieren. Ich weiß nicht, hier sollten wir vielleicht wirklich so eine automatische Farm auch hinbauen. Das wäre, glaube ich, die beste Variante. So, wie kriege ich das mit dieser automatisierten Baumschule? Okay, das müssen wir jetzt einfach nur hier hinstellen. Also wenigstens zum Test möchte ich mal eins gerne haben. So, stellen wir das mal hin und dann schauen wir mal. Was soll ich jetzt produzieren? Ein Kakaobaum. Ach, das ist ja jetzt krass, okay. Oase oder verbrannte Erde? Was ist denn was? Woran erkenne ich das denn? Ist das die verbrannte Erde? Ja, ne? Okay, dann müssen wir vielleicht das Ding hier noch wegmachen und dann müssen wir das doch irgendwie... Wartet, wir brechen das jetzt wieder ab. Das müssen wir wieder abbrechen. Aber das Ding hier machen wir weg und dann schauen wir mal, ob das hier so als die verbrannte Erde gilt. Wenn ich mich jetzt aber nicht irre, müsste es das sein, oder? Naja, dann können wir mal gucken.
Wieso liegst du jetzt... Nein! Eisenblöcke. So, hier sieht eigentlich alles gut aus und da möchte ich jetzt ganz gerne Schokomilch machen. Kakaobohnen, dann brauchen wir jetzt hier so ein Ausgangslager. Mache ich das einfach mal da hinten hin. Schokomilch. So. Dann sagen wir dem jetzt noch, hey, yo, dahin. Okay. Und dann würde ich sagen, laden wir hier einfach mal die ganze Milch aus. Und dann hoffe ich mal ganz schwer, dass wir dann jetzt genügend Schokomilch produzieren. So, das hier ist weg. Jetzt probieren wir es nochmal. So, die automatisierte Baumschule. Und dann wird es natürlich irgendwie Sinn machen, wenn wir irgendwie einen Lagerplatz da so nebendran machen. Sagen wir hier jetzt Kakaobohnen. So. Gucken wir mal. Oh, die Leute sind auf alle Fälle sehr gut beschäftigt gerade. Helfen jetzt eigentlich mittlerweile die Nilpferde oder sitzen die da? Oh, die sitzen da echt dumm rum. Tier produziert nichts. Mhm. Wenn man den wenigstens irgendwie so einen Wagen ranspannen könnte. Sonst sieht es hier im Allgemeinen eigentlich ganz gut aus. Und endlich wird auch Eisen geschmolzen. Na, das ist doch schon mal was. Ich glaube, diese Donut-Dinger werden relativ zügig gegessen. Na gut, lassen wir die jetzt einfach mal machen. So, ich glaube, damit der nicht so weit laufen muss, wird es irgendwie Sinn machen, hier so ein Mini-Lager für Kohle hinzumachen. Schauen wir, da haben wir Holzkohle, sehr schön. So, Holzkohle ist oder jetzt zukünftig... Hallo, Lager. Lagerplatz. So. Vorratsziel erreicht, Schokomilch. Okay, dann haben wir damit schon mal gewonnen. Jetzt geht's so langsam weiter. Mit den Ziegeln, das wird noch ein bisschen dauern. Okay. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn das Zeug abgesägt wird. Also sofern es abgesägt wird. Müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt hier dann entwickelt.
glaube, wir geben dem Ding jetzt hier mal die höchste Priorität. Und davon brauchen wir halt super viel Zeug. So, jetzt muss er nämlich zukünftig nicht mehr so weit laufen. Das wird die Produktivität deutlich erhöhen. Und da scheinen wir gerade irgendwie auch das andere Ziel erreicht zu haben. Ey, das ist echt krass jetzt. So, wer ist jetzt die nächste Person, die hier aushilft? Ah, du. Scheint doch gut zu laufen. Da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz. Okay, die Leute haben schon wieder kein Haus. Warum denn nicht? Das verstehe ich nicht. Oh Gott, das ist noch viel Zeug. Holy cannoli. Und wir könnten hier eigentlich auch noch sagen, hey, bau das alles ab. Und das machen wir einfach auch ganz dreist. Das ist so verrückt. Das ist gigantisch groß. Und wieso arbeitet hier gerade niemand? Hey, 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 das kann nicht sein. An die Arbeit, Jungs. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz nachsehen. Wir haben ja neue Leute hinzubekommen. Vielleicht ist da auch irgendjemand dabei, den wir hier mit einteilen könnten zum Ofen. Ja, Zütte, naja. Du hast echt noch wenig zu tun, also darfst du jetzt zukünftig noch mit aushelfen. Damit können wir dann hoffentlich einen vernünftigen Dreischichtbetrieb aufrechterhalten. Das wäre ganz schön. Und was sehen meine müden Augen da? Ich bin schon wieder bei 23 Minuten. Mensch. Irgendwie vergeht die Zeit gerade schon wieder so super schnell. Ja. Das heißt jetzt aber auch, ich bin erstmal wieder raus und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.